Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Greenscreen. Mein Name ist Rockstar und heute reden wir über Shovel Knight. Wir waren auf einem Payday 2 Event und den Anfang macht das Rollenspiel-Epos The Witcher 3. Ich will ihn. Ich brauche ihn. Mein Gollum. Schatz. Gollum. Mein wunderschöner. Gollum. Halt jetzt mal die Schnauze. Du bist hier falsch. Falsches Spiel, falscher Typ. Raus. Gar nicht. Dankeschön. Endlich ist er weg und wir können in Ruhe drüber reden. Diese Woche darf der Satz gesagt werden, auf den Fantasy-Fans auf der ganzen Welt seit Monaten, seit Jahren warten. Endlich erscheint The Witcher 3 für die Xbox One. Entwickelt wurde das ganze Spektakel von CD Projekt aus Polen. Ein ganz, ganz fleißiges, wunderbares Entwicklerteam, die damit zeigen, dass auch wir Europäer durchaus in der Lage sind, riesige AAA-Titel auf den Markt zu bringen. Und in der Hinsicht macht The Witcher 3 wahrscheinlich gar nichts falsch. Wie auch im letzten The Witcher übernimmt er die Rolle von Geralt. Das ist dieser weißhaarige, viel zu schöne, durchtrainierte Hexer. Und der ist mit Boot und Pferd unterwegs, aber auch zu Fuß, um gegen die Wildhunt zu kämpfen. Das ist eine mysteriöse Armee, die das nördliche Königreich angreift. Ihr müsst das erste und zweite Witcher nicht gespielt haben, um das neu zu verstehen. Das ist egal, denn es ist 30 Mal so groß wie das letzte The Witcher. Und es hat über 100 Stunden Spielspaß. Es gibt 50 Stunden Hauptstory und 50 Stunden Sidequests. Wem das nicht reicht, dem kann ich auch nicht helfen. CD Projekt hat dafür gesorgt, dass The Witcher 3 ein einziger gigantischer Augenschmaus geworden ist. Jeder Baum im Wald wurde einzeln gesetzt, die Gegner sehen fantastisch aus und generell stimmt einfach alles. Deswegen ist unser Tipp, am 19. Mai wird sich aufs Pferd geschwungen, Richtung Händler geritten und The Witcher 3 gekauft. Rennspiel-Fans unter euch haben wieder neues Futter bekommen und zwar Project Cars, das für die Xbox One erschien. Wir sind mal auf die Teststrecke gefahren und haben geguckt, was da eigentlich so los ist. Es soll ja Männer geben, die sagen, Frauen könnten kein Auto fahren. Vor all die Frauen dieser Welt möchte ich mich heute schützend stellen, möchte sagen, dann habt ihr mich noch nie ein Rennspiel spielen gesehen. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Rennspieler Europas, vielleicht sogar auf der Welt, ich weiß es nicht, aber ich spiele Rennspiele miserabel. Aber es soll ja auch Leute geben, die nicht ganz so schlecht Rennspiele spielen wie ich. Und für euch gibt es jetzt eine ganz große, dicke, neue Simulation auf dem Markt. Von Slightly Mad, vertrieben von Bandai, nämlich Project Cars. Project Cars ist durch und durch eine Rennspielsimulation, denn ihr könnt vom kleinsten Kart bis zur GT-Klasse alles nehmen, was das Rennsportherz begehrt. So könnt ihr aus über 70 Wagen aussuchen, was ihr fahren möchtet. Es gibt, wie gesagt, die verschiedensten Klassen. Von Ford bis Aston Martin ist alles dabei. Und im Tuning-Menü könnt ihr euch austoben und jede Schraube, jeden Reifendruck, alles verändern, so wie es euch beliebt. Aber ihr solltet nicht nur Stunden im Tuning-Menü rumhängen, sondern dann auch mal die Räder auf die Strecke wagen. Denn da gibt es über 30 Kurse, die befahren werden wollen. Und ja, es gibt allerhand zu tun in Project Cars, wenn man es denn kann. Für jeden, der Rennsport-Fan ist und der den Rennsport liebt, für den ist Project Cars auf der Xbox One ein gefundenes Fressen und von uns deshalb definitiv ein Tippchen wert. Wir wünschen viel Spaß, fallt nicht hin. Ihr wisst, ich bin 31 und damit quasi eigentlich ein alter Mann. Deswegen freue ich mich sehr über Spiele, die sich so ein bisschen anfühlen wie früher. So wie das neue Shovel Knight. Früher war alles besser, sagen alte Menschen oft. Und das ist etwas, was ich so nicht unterschreiben würde. Schon gar nicht im Bereich Videospiele. Denn in den letzten 30 Jahren gab es so viel coole Sachen, die ich alle nicht missen möchte. Aber natürlich sind alte Sachen auf der Strecke geblieben. Klar, jede neue Ära bringt seine neue Grafik mit. Und alte Sachen bleiben rare Ware, möchte ich sagen. Umso schöner ist es zu sehen, dass Leute wie Yacht Club Games, dieses kleine Indie-Label, großes Interesse daran haben, dieses Gefühl zu bewahren und ein Spiel gemacht haben, das nicht mehr 80er sein kann, nämlich Shovel Knight. Shovel Knight ist eine komplette Hommage an die gute alte Zeit, als alles noch ein bisschen kleiner und ein bisschen pixeliger war. Es spielt sich wie früher, es sieht aus wie früher und es klingt auch wie früher. Und es ist bockschwer und ihr müsst euch leveln und müsst gucken, dass ihr euer Leben behaltet und. Alles sehr, sehr retro, aber auch sehr, sehr schön. Es gibt neue Fähigkeiten mit jedem Level, was ihr freischaltet. Zum Beispiel könnt ihr euch wie hier dann für eine kurze Zeit unsichtbar machen. Aber wenn ihr zu schnell wieder auftaucht, kriegt ihr direkt auf die Mütze. Davon gibt es noch viel mehr. Außerdem gibt es bockschwere Endbosskämpfe. Den hier habe ich extra für euch gecaptured, denn da war ich so stolz. Den habe ich in der letzten Sekunde geschafft mit einem halben Herz. Guckt genau hin. Ein halbes Herz. Ja. Für jeden, der Retro-Liebe hat, ist
Shovel Knight definitiv eine Empfehlung. Gibt es jetzt auf dem Xbox One Marktplatz. Und ja, jeder, der schon mal ein Ritter mit einer Schaufel sein wollte, ist hier bestens bedient. So, ihr kleinen Räuberinnen und Räuber, ihr wisst, im Juni 2015 erscheint die Crime Wave Edition von Payday 2 für die Xbox One. Jetzt war in München ein Event zu dem Game und wir haben das Ganze mal angezockt. Jahuhuhu! Am 11. Juni erscheint für die Xbox One die Payday 2 Crime Wave Edition. Einer der großen Köpfe dahinter, Almir Listo. Wir haben ihm bei einem Event in München die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, er soll in 60 Sekunden alle Gründe nennen, warum man die Crime Wave Edition haben muss. Go Almir! Hey guys, Almir Listo here from Overkill Starbreeze, one of the developers behind Payday 2 Crime Wave Edition and all other Payday games as well. So, what do we got? We got Payday 2 Crime Wave Edition coming out for the Xbox One. What does that mean? It means that take your favorite heist game ever, Payday 2 of course, and what if the developers behind it, us, would get 16 more months to get to work on it. That's exactly what you have in Payday 2 Crime Wave Edition. We have 50 updates that we made to the game post-launch that we're putting right into the box of the Xbox One version. And you also get some really cool extra stuff if you pre-order, like for example, a format exclusive mask that is really, really cool. What does the Payday 2 Crime Wave Edition mean other than that? More heists, more masks, more weapons. You got the Hotline Miami heist, Diamond heist. You got more characters. You got the first female heister ever, like Clover and Dragan, the Croatian heister, and so on. It's gonna be awesome. Buy it! Toll gemacht. Dankeschön. So, ihr Zockermäuse, das war's doch schon wieder fast mit Greenscreen. Aber am Ende, wie von jeder Sendung, haben wir natürlich wieder eine Verlose. Und zwar verlosen wir dreimal The Witcher 3 für die Xbox One. Was ihr dafür tun müsst, ist bekannt. Ihr müsst dieses Video kommentieren und ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Rockstar. Ciao.